Wilde Müllablagerungen mitten in der Stadt sieht man immer wieder in Mönchengladbach. Hier an der Containeranlage in der Egerstraße wird regelmäßig illegal Abfall entsorgt. Zweimal täglich muss deswegen die GEM anrücken. Dieser ganze Müllberg hier ist in weniger als 24 Stunden entstanden. Die Abfallsünder sollen jetzt aber nicht mehr so leicht davonkommen. Denn seit dem 1. Juli sind sie im Einsatz. Die Mülldetektive der Max. André Kerbusch und Michael Liedtke sind nur zwei von insgesamt 5 Ermittlern. Sie suchen in den Abfällen nach Hinweisen auf den Verursacher. Jetzt hier zum Beispiel, hier liegen jetzt Sachen und Lumpen drin, wo wir hier wahrscheinlich erstmal nichts finden. Ja, das ist das typische Beispiel, weil die wahrscheinlich alle denken, wir sind da nicht so fit in der Sache. Die reißen das oben raus und sagen so, ich bin raus aus der Sache. Ja, wissen Sie, ich meine, und wir drehen die dann trotzdem um und finden dann hier oben wieder auf der Rückseite die Rechnung. Das sind jetzt die Schulungen, die wir durchgenommen haben, damit wir wissen, worauf wir achten müssen. Und tatsächlich können André und Michael bei ihrer Spurensuche fast jeden Tag einen Müllverursacher identifizieren. Und das ist auch ihr klares Tagesziel. Endlich mal die Leute erwischt haben, die wirklich verdient haben, zu zahlen. Weil sowas ist, weil da zahlen ja nicht nur, da zahlt ja die ganze Bürger. Ne? Also alle, die Müllgebühr zahlen, die zahlen ja sowas auch. Vor allen Dingen auch die Arbeitskräfte, die dafür abgestellt werden von der GEM. Was die jeden Tag da leisten und sowas, muss man auch mal sagen. Denn ohne die GEM würden wir auch nicht immer weiterkommen. Also wir werden schon wirklich tatkräftig unterstützt von der GEM, muss man mal sagen. Die GEM wird immer erst nach der Spurensuche eingeschaltet. Vorher muss alles ganz genau festgehalten werden. Dazu gehört auch das Fotografieren. Denn Fotos liefern nachher den Beweis, damit auch ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden kann. Wir haben jetzt schon über 160, knapp 170 Fälle, die wir untersucht haben. Wir haben daraus schon 50 Bußgeldverfahren gemacht. Das heißt, die Erfolgsquote ist relativ hoch. Sie können sagen, in einem von drei Fällen gibt es schon Hinweise auf einen möglichen Verursacher, den wir danach gehen und auch Bußgeldverfahren einleiten. Jetzt sind André Kerbusch und Michael Liedtke ganz klar als Mülldetektive zu erkennen. Sie ermitteln aber auch verdeckt und observieren Problemstellen. Das illegale Abladen von Müll kann übrigens sehr teuer werden. Die wilde Entsorgung einer Tüte Restmüll kostet schon 100 Euro. Das ist wie bei Weihnachten hier. Gucken Sie, da haben Sie zwei schwarze und da kommt noch ein blauer Sack hinterher. Wir haben jeden Tag Bescherung.